sondern auch Hasan Yüksilir, der im ersten Teil dieses musikalischen Ausfluges bekannte Lieder von türkischen Volkssängern vortrug. Begleitet wurde er von dem Kölner Symphonieorchester unter Leitung von Bettin Güneş. Hasan Yüksilir ist nicht nur der Interpret, sondern auch der Arrangeur dieser musikalischen Expedition durch Anatolien. Das Präsentieren von anatolischen Musikthemen in dieser Form ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Über das Instrument Bağlama wusste man in Europa bis jetzt relativ wenig, weil man es in Verbindung mit westlicher Musik nicht kannte. Daher gilt unser Experiment als ein Versuch, unsere Musik den Europäern näher zu bringen. Ancak bu belki de bağlamanın bu dünya içerisinde şu veya bu şekilde yer almasını da sağlayabilecektir diye düşünüyorum. Auch die deutschen Besucher zeigten sich von der ungewohnten musikalischen Darbietung beeindruckt. Die Veranstaltung heute ist für mich neu, weil ich von dem Komponist bin beeindruckt, dass das Live noch schöner ist als von der Kassette. Çok güzel bir şey bu. Höhepunkt des Abends bildete das Concertino für drei Bağlamas. Dirigiert von Bettin Güneş und arrangiert von Hasan Yüksilir, interpretierten Arif Sağ und zwei seiner Schüler klassische Stücke der türkischen Volksmusik.